guten Mittag oder guten Abend, liebe Leute. Shredded Style. Shredded Style. Yeah. Ah, gleich hab ich's, Leute. Okay. Boah. Shake ist drin. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Alter, sorry. Hallo, auf welchem YouTube-Kanal bin ich denn hier? Servus Sportfreunde, jetzt gibt's wieder ein neues Thunfisch. Ich will nämlich heute einen Ausschnitt erklären, der mich sehr verwirrt hat in letzter Zeit. Ich aber habe einen wesentlich kürzeren Unterarm, aber einen wesentlich längeren Unterarm. Also wie, was nochmal? Wesentlich kürzeren Unterarm, wesentlich längeren Unterarm. Ich weiß, es ist unverständlich! Wenn das jetzt Tims Arm ist, okay? Dann haben wir hier Tims Unterarm, ja? Und hier haben wir Tims Unterarm. Tims Unterarm ist kürzer als Tims Unterarm. Wisst ihr, was das bedeutet? Bedeutet Steroide! Das ist mir scheißegal! Ich bin gerade zurückgekommen vom veganen Restaurant, da war nur Mist geboten. Ich habe keinen Thunfisch-Protein-Shake bekommen. Wahrscheinlich geschlossen, oder? Verpisst euch. Als ich dann dort angekommen bin und gefragt habe, ob wie es eigentlich aussieht, ob ich vielleicht einen Salat haben könnte, wurde ich schon ungefähr so angeguckt. Also die haben da auf jeden Fall eine chronische Abneigung gegen Veganer, habe ich dann gemerkt. Vegane Ernährung geht nicht, ganz vergessen. Die Empfehlung immer vor, während und auch unmittelbar nach dem Training und vielleicht schon nochmal morgens nach dem Aufstehen, also 4 bis 5 Einheiten Thunfisch. Proteinshake. Guten Tag. Kein Scheiß jetzt, ne? Heute habe ich mal hier den Ralf Rettele Settel am Start. Ich habe früher breit gegriffen. Ich habe früher diese breite Geschichte gemacht. Oh. Ich habe so das ganze Ding gemacht. Ja? Tschüss, okay. Mit der Schulter, hä? Genau. Da und zwar, ihr müsst einfach das, was ihr original gut werden wollt, einfach sauer machen. 4-mal pro Woche gebencht. Ich habe meinen Körper wahnsinnig gestresst. Aber geht, wenn man sich schön ordentlich reinfräst, gut schläft. Genau, Regeneration wahnsinnig wichtig, ganz wichtig, Mobility. Und, das mögen natürlich einige Leute wieder nicht hören, aber ich habe natürlich... Thunfisch-Protein-Shake. Krass dagegen gekontert. Jetzt geht's ja dran, was ist wichtig nach dem Training? Natürlich in meinen Mixer. Thunfisch-Protein-Shake. Ich finde das ausgesprochen lecker. Das schmeckt wirklich gut. Ich meine, jetzt hat der eine für Deibel. Aber probier das mal, das ist richtig geil. Alter, ist der brutal, ja? Und ich will euch mal ganz kurz eine Nachricht zeigen, und zwar da hat jemand geschrieben, Karl, lass doch die peinlichen Body-Updates mal sein. Und ich habe da folgendes Video geteilt. Also ich muss sagen, ich finde, es sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Und kleine, unschuldige Männlein im Studio und der aussieht hier wie das Mikro. So schaut's aus. Ist brutal, ohne Scheiß jetzt, ja? Und mir schreiben in letzter Zeit sehr viele Leute, hey Karl, du bist ja mega dünn geworden, du schaust peinlich aus und so weiter. Und ich will jetzt nochmal ganz klar sagen, um was es hier auf diesem Kanal geht. Hier geht es nicht um Bodybuilding. Ja! Und ich lasse mich auch von Fitness nicht vereinnahmen. Schlafen, Training, Essen, Feierabend. Ich möchte 2 bis 4 Mal die Woche Thunfisch essen. Ich möchte einfach allgemein 360 geiler dastehen. Der kann sich jetzt hier nochmal meine 14 Tage Fitness Challenge einloggen. Und ich mache das komplett kostenlos. Okay. Stabil. Dann haben wir auch hier immer seitlich die Downloads, können da drauf gehen. Jetzt lade ich sowas mal runter. Und zack. 500 Euro, aber wer die Kohle hat. Hier auch die Smoothies, die mitgenommen werden. Thunfisch-Protein-Shake. Keine Angst, es gibt nicht nur grüne Smoothies,
Es gibt da auch noch andere Rezepte. Fleisch-Smoothie. Da kommt der Brei jetzt rein. Ihr müsst euch vorstellen können, wie würde das aussehen? Wie würde das aussehen, wenn ich... All natural. Wer? Scheiße aus. Wie würde sich das anfühlen? Wie würde sich das anfühlen, im Ferrari zu sitzen und... ein Thunfisch-Protein-Shake zu trinken? Wisst ihr, was ihr tun müsst, wenn die Situation kommt? Genau in dem Augenblick müsst ihr euch wieder... Thunfisch-Protein-Shake machen. Oh shit, Mann. Wie geil. Oh, feinlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr das Ganze cool findet und da mitmachen wollt, dann gebt dem Video jetzt hier bitte einen Daumen nach oben. Teilt das Video am besten, zeigt es auch Freunden, Verwandten, egal in welcher Alterskategorie, egal was sie für Fitnessziele haben, wenn sie auch mal ausprobieren möchten, sich vegan zu ernähren. Ich hab da vegan... Wir haben jetzt ein paar tausend Leute in der Gruppe drin, das Ding startet nochmal komplett. Und wenn ihr auch diese Videos hier auf dem YouTube-Kanal nicht verpassen wollt, dann geht einfach auf die kleine Glocke, klingelt die Glocke mal an. Und wenn ich noch mehr machen kann, kommentiert bitte drunter. Denn es gibt im Leben nichts Schöneres, als sich selber weiterzuentwickeln, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und positives Feedback zu bekommen. Haut rein. Sehr schön. Okay. Jo, wahrscheinlich, ja. Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast den alten Frau geküsst. Sag mal Gurke. Gurke. Du Hurensohn.